Hallo, liebe Spielzeugfreunde. Heute melden wir uns mit einem Fund, der von einem Secondhand-Shop ist, und Genau. genau gesagt Secondhand-Kids am Allerheiligenplatz hier im 20. Bezirk eben. Ja, es war sehr interessant, das zu sehen im Geschäft drinnen. Ich habe natürlich gleich zuschlagen müssen. Normalerweise ist Lego nicht so mein Ding, aber da ging es diesmal um Star Wars. Ja. ja, das ist der Millennium Falcon aus dem Jahre 2011, haben wir nachrecherchieren können. Im Titel seht ihr, welche Modellnummer das Ganze hat. Ja, wohlgemerkt, er ist nicht ganz komplett. Es fehlen ein paar Figuren dabei, aber wir sind einmal froh, dass wir einen Millennium Falcon da haben. Der 10 Jahre alt ist, ja, und der ist von einem Sammler dort eben verkauft worden, weil er sich getrennt hat davon, was ich von dort aus erfahren habe. Ja, aber kommen wir jetzt auf den Fokus auf das Spielzeug hin. Ja, also wie gesagt, Lego, einmal der Rundumblick, wie er vor 10 Jahren ausgeschaut hat. Das ist eher das kleinere Modell, ja, Da oder gibt es ja noch Spielzeug. mehrere und einen ganz großen. Ja. Also. Wir haben auch jetzt nachgesehen, wie viel der Original noch kostet, eben, also 139 Euro, samt allen kompletten Figuren. Ich habe ihn eher zu einem guten Schnäppchenpreis gekriegt, also Ja. kann ich klagen, kann ich echt nicht klagen. Gut, kommen wir jetzt einmal dazu. Der Millennium Falcon, ja, wie es bei allen anderen ist, lässt sich das Ganze hier komplett aufklappen. Das zeigen wir euch Bei einmal. dem ist es halt so, dass er dann die einzelnen Teile sich so öffnen lassen. Es gibt dann einen, Ja. der hat vier Teile, wo es vier Teile öffnen lässt. Ja. Also es ist je nachdem von Millennium Falcon zu Millennium Falcon unterschiedlich, wie viele sich öffnen. So, was ich ganz toll finde, ist wenigstens, dass zwei Protagonisten noch drinnen sind. Achso, ich versuch's euch ohne. Eigentlich sogar fast die wichtigsten, weil Ja. C3PO und R2D2 sind da drin. Ja, ich hab sie Also gerade. die sind uns geblieben anscheinend. Ja. Und Darth Vader war auch noch mit drin. Darth Vader war auch dabei. Was wir jetzt mal rausgefunden haben bei dem Ganzen ist, dass sich das Cockpit da vorne abziehen lässt, damit man den Piloten reinsetzen kann. So, da habt ihr ihn. Damit ihr einen reinsetzen könnt. So, damit man es besser sieht. Ja. Das Ganze lässt sich dann wieder natürlich draufsetzen, was ich jetzt auch machen werde, weil sonst ist er nicht ganz komplett. So. So. Was wir noch drauf gekommen sind, wir haben ja nicht so viel Lego da. Es ist wie im Film eben, weil der Millennium Falcon eigentlich eher aus den ersten drei richtigen Teilen, also ich rede da jetzt eben von der Neuen Hoffnung, von die Rache, nein, nicht die Rache, das ist das Vier, alle, fünf und sechs. 4, 5 und 6, danke. Gibt es hier drinnen, ich hoffe man kann es sehen halbwegs, das Schmugglerversteck Was hier. ist hier, wenn man es Das sehen ist hier kann? drinnen, ja, das ist eine Klappe. Wenn man sieht es eben halbwegs. Falls nicht, dann kann man noch einmal ein paar Großaufnahmen auch machen. Das haben wir rausgefunden. Und worauf wir noch drauf kommen sind, dazu werden wir es aber eher zuklappen, damit man es besser sieht. So. Hier klappen. Man merkt ja noch, dass es aus den älteren Lego-Teilen Ah ist, weil ja, die das ist jetzt. halten Ja. wesentlich Wir sind besser. hier drauf gekommen, dass man die Klappe nämlich runternehmen kann. So, vorher ging es leicht jetzt. So. Und hier drinnen habt ihr dann eben zwei Sitze mit Hebeln eben dabei, wo sie dann die zwei Kanonenschützen so reinsetzen könnt. Also da reden wir jetzt von Luke und Han. Und das Ganze dann reinsetzt wieder, damit die Figuren drinnen sind, soweit wir rausgefunden haben. Und das Ganze dann wieder einfach zumacht und dann, dass sie natürlich mit den Geschützen feuern können. Ja. Darunter haben wir dann noch, was haben wir da entdeckt? Ja, haben wir noch einen Noch ein Sitzes, Geschütz genau, noch ein und halt die Geschütz. Lande Ja, die Landefüße. Landefüße, die lassen sich aber nicht einklappen, also das ist nicht Gold. Ja, man kann sie herunternehmen, aber ich glaube kaum, dass man damit jetzt in Nee, ein das. Kinderzimmer rumfliegt oder irgendwas. Das ist eher was für Sammler eben, also überhaupt für Lego-begeisterte Sammler. Also, danke, ich habe es verkehrt aufgesetzt, das Cockpit. Also eher für Lego-Sammler eigentlich gedacht. Ja. Also ich finde es urcool. Es hat noch ein bisschen ein paar andere kleine Stuffs auch dazu also geben, aber da kann ich jetzt nicht recht zuordnen, für was es gehört.
Falls ihr es trotzdem sehen wollt, sagt uns Bescheid. Ich zeige es euch gerne in einem extra Video. Aber ja, es schaut aus eher wie Bäume eben, was der Wookiee-Welt eben von Kashyyyk eben. Aber ja, könnte ich jetzt schwer einordnen, müsste ich nachrecherchieren. Aber da wir jetzt beide nicht so richtig Lego-Experten sind, können wir schwer sagen. Ja, also der Millennium Falcon aus dem Jahre 2011. Cooles Teil. Zum Sammeln, ja, zum Spielen, ne. Ja. Naja, mit der steht wahrscheinlich eher noch als, wenn man nicht rumrennt oder irgendwas damit, dann ja, ja, sonst. Aber ansonsten, ja. Man kann es, aber ja. Gerade haben wir es nicht. Ja. Ja, das wär's. Das ist nur ein kurzes Video eben von einem Fund, den ich entdeckt habe eben für uns. Also ist cool, werde ich behalten, noch längere Zeit. Schauen wir mal, vielleicht gibt es da noch eine Wertsteigerung von dem Ganzen, also dann würde ich mich freuen. Passt, wie wir es jetzt in unseren letzten Videos auch erwähnt haben, noch einmal, ihr könnt uns Fragen stellen, uns Fragen persönlich betreffend oder eben unser Spielzeug eben betreffend, was ihr gerne noch genauer wissen möchtet oder ein Spielzeug, was ihr sagt, okay, das ich aus meiner Kindheit würde ich gerne wiedersehen, dann schauen wir, ob man es auftreiben lässt. Oder wie genauso Wünsche, was wir als nächstes zeigen sollen. Und irgendwas. Wenn wir das in unserem Fundus alles haben, dann machen wir das natürlich gerne. Ja, in dem Sinne, wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Und ihr lasst uns ein Abo da, einen Kommentar oder ja, ein Like. Ja, da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Also wir werden weiter am Ball bleiben und machen mit unserem Videospar weiter. Ja. Genau. In dem Sinne wünsche ich euch was. Ciao. Ciao.